Wir haben also unser Konzept Errichtung eines Profit Centers in der Türkei schrittweise zerlegt nach dem Prinzip Teile und Herrsche in einzelne Aktionen. Und jetzt im zweiten Schritt, und das ist wirklich hier der zweite Schritt, müssen wir die Aktionen in eine zeitliche Abfolge bringen. Der leichtere Schritt. Die Aktion definieren ist relativ schwierig, die Aktion in zeitliche Reihenfolge bringen relativ einfach. Es gibt nur drei Möglichkeiten, wie die zeitliche Reihenfolge ablaufen kann. Sie kann sein linear, erst A, dann B, dann C, dann D. Sie kann sein zwei Stränge parallel oder, der häufigste Fall, vernetzt. B und C müssen fertig sein, damit E beginnen kann. Schauen Sie auf das Bild, das ist vernetzt. Der häufigste. Ja? Also das ist dann noch ein klein wenig schwieriger als oben der lineare Ablauf, wenn wir einen vernetzten Ablauf haben. Aber auch das ist leichter und geht auch nur, wenn wir die Kästchen mit A, B, C, D definiert haben. Denn Sie ahnen es, das sind die Aktionen. Das ist das, was im Projektstrukturplan ganz unten steht. Ja, das ist die Ablaufplanung.